und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Vlog. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich melde mich ein bisschen früher als gedacht zurück und fange jetzt schon an, mich ein bisschen auf das kommende Semester vorzubereiten. Ich hoffe, ihr hattet, die Semesterferien hatten, eine schöne Zeit. Und alle, die jetzt irgendwie schon angefangen haben, weiter geht's, Motivation an. Und zwar wollte ich kein Sit-Down-Video machen, sondern Vlog-Style. Und ja, ich gehe jetzt in den Coworking-Space und werde da, hab da gleich noch eine Verabredung, aber vorher wollte ich schon mal ein bisschen meinen PC aufräumen, ausräumen, ausmisten. Das ist nämlich die erste Sache. Einfach mal die Sachen ordnen und in die richtigen Ordner verschieben und auf die externe Festplatte schieben und die Sachen sichern, damit euer PC fürs nächste Semester einfach wieder leistungsstark ist. Das ist bei meinem zumindest so, der ist ja schon 7 Jahre alt und funktioniert aber so vom Grundsatz her sehr, sehr gut. Aber jetzt hatte ich sehr, sehr viele E-Books drauf und Paper und so weiter und da merkt man dann schon, dass A, der Akku ein bisschen schlapp macht und B, dass das Mäuschen schon 7 Jahre alt ist. Nichtsdestotrotz, das ist eine Sache, die ich jetzt machen werde und ich nehme euch jetzt mit und wenn euch die Inhalte gefallen und ihr wissen wollt, wie ich mich auf das kommende Semester vorbereite, dann bleibt dran, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst und los geht's! Ich hoffe, euch geht es gut. Nachdem ich jetzt ein bisschen meinen PC ausgemistet habe, folgt als nächstes, beziehungsweise das habe ich schon etwas vorher gemacht, das neue Semester zu strukturieren, um einen Überblick zu bekommen, wann, wie, wo, was ansteht. Und ich habe es diesmal nicht in Notion geplant. Dazu werde ich auch noch was sagen in meinem Semester-Recap. Das wird entweder vor diesem Vlog oder erst danach kommen. Jetzt habe ich den Faden verloren, Freunde. Was ich sagen wollte, ja, ich habe mir jetzt, ich zeige euch das mal, jetzt solche Blätter erstellt. Das ist so eine Word-Vorlage von, wie gesagt, Word. Und da stehen halt alle Termine, wann, wie, wo ich Uni habe, drin. Wir haben jetzt auch die Nachricht heute bekommen, dass wir in Hybrid starten. Da bin ich mal ganz gespannt, wie das stattfinden wird. Aber ich versuche euch so gut es geht, da auch mitzunehmen in den Alltag. Und jetzt schreibe ich mir aber auf meine Zettel noch hin, direkt Termine, wann, wie, wo ich etwas noch reinschreiben möchte. Denn wir haben relativ viel Spielraum zwischen den Vorlesungen und das hat mich dieses Mal, also in diesem Semester hat mich das schon gerettet, dass ich die Zusammenfassung immer auf dem halbwegs neuesten Stand hatte. Das heißt, ich war maximal eine Vorlesung zurück und eine Vorlesung kann man relativ gut zusammenfassen. Aber auch das ist natürlich Arbeit. Und damit ich dem treu bleibe, weil das für mich jetzt so gut geklappt hat, schreibe ich mir direkt rein, wann ich dann in den Coworking Space gehe oder wo auch immer hin. Jetzt ist es ja ein bisschen offener. Oder ob ich mich irgendwo in einen Café setze und da reinschreibe, das ist ja wurscht. Genau. Und hello, hello. Ich weiß gar nicht, was ihr als letztes gesehen habt. Ich glaube, als ich im Coworking Space war. Heute Orga am Schreibtisch, denn um einen guten Überblick für das nächste Semester zu bekommen, mache ich das immer so. Mittlerweile sind schon die ersten Inhalte online, dass ich mir die Pflichtliteratur, die kann man in jeder Modulbeschreibung bei uns einsehen, schon mal runterlade für jedes Fach.
dann hat man die, dann muss man nicht in der Vorlesung danach runterladen, dann hat man vielleicht schlechten Internetempfang, whatever. Und das mache ich gleich. Genauso wie, den Plan hatte ich euch ja letztes Mal schon mal gezeigt, aber für mich gehört auch zu einer guten Semestervorbereitung auch in dem Sinne Feedback auch bei unserer Studienberatung zu hinterlassen, denn gerade in meiner Position als Semestersprecherin hört man ja doch hier und da mal was von den Kommilitonen. Und das ist, finde ich, wichtig, das auch weiterzugeben, weil ohne Feedback und konstruktives Feedback kann man sich nicht weiterentwickeln und die können auch nicht daran arbeiten. Deswegen werde ich da gleich mal anrufen und so mein Feedback hinterlassen. Ich muss auch noch das Recap filmen, das mache ich jetzt am Wochenende. Genau, und ja, das mache ich jetzt gleich erstmal und da gibt es eigentlich jetzt nicht so viel, wo ich euch mitnehmen kann. Ich bin hier schon im Gammellook, es ist gefühlt schon Herbst, mir ist kalt und habe hier noch ein paar andere Sachen zu organisieren, die man ja auch gerne mal auf die lange Bank schiebt und sagt, ach ja, das mache ich in der semesterfreien Zeit und dann kommt dies und jenes und dann schafft man es dann doch nicht. Aber das möchte ich auf jeden Fall vor dem Semesterbeginn aus dem Kopf haben, einfach damit man da einen frischen Kopf und nicht noch 10 Tabs im Kopf geöffnet, weil ich muss das noch machen, ich muss das noch machen. Genau, das mache ich jetzt gleich. Bücher sind gekauft und jetzt gehen wir mal eben schnell zum Office Supply und kaufen Marker und Post-its. Ich hatte mich nämlich bei meinen Kommilitonen nämlich mal durchgefragt und das mache ich direkt und das Wetter ist so schön. Und dann gucken wir mal, ob es das gibt, was ich möchte. Und dann habe ich das, was ich möchte und dann, ja, so. Eine Sache von 3 bekommen, weil die anderen 2 ausverkauft waren. Also bestelle ich mir das jetzt gleich online, weil es dann auch noch billiger ist. So, next stop, Möbelhaus. Hallo, so, wieder zurück am Schreibtisch, aus dem Café wieder am Schreibtisch. 2 Tage später. Ich habe jetzt dort ja alles rübergezogen und, also rübergezogen heißt Dateien von meinem Laptop auf Google Drive. Von da werde ich es auch nochmal doppelt sichern auf der externen Festplatte. Das solltet ihr definitiv machen und wenn ihr noch andere Geräte benutzt, das vielleicht auch noch mit euren anderen Geräten tun. Jetzt haben wir unsere Geräte alle bereinigt. Jetzt ist es an der Zeit, rechtzeitig Bücher, Skripte und so weiter vorzubereiten. Ich mache das immer so, dass ich mir für jedes Semester quasi einen Ordner anlege und den wieder unterteile in die Fächer, die wir dann haben. Und so habe ich eine Struktur und die Literatur, die der Dozent oder die Dozentin vorgibt, die lade ich dann schon mal runter, damit wenn die irgendwie sagen, ja, schauen Sie mal da in das Buch und so weiter, dann muss ich das dann nicht mal machen, denn Planung ist key, wie ihr wisst. Und ja, was da genauso dazu gehört, rechtzeitig Literatur bestellen,
Die habe ich jetzt auch am Sonntag abgeholt. Katastrophe, 3 Stück davon. Die werde ich nachher noch kurz mit meinem Namen versehen und beschriften. Vielleicht werde ich die auch noch einbinden, weil die sind so ein bisschen labbrig, die Gesetzestexte. Genau, das Einzige, was ich jetzt noch mache, ist auf meinem iPad weiterhin noch in GoodNotes für jedes Fach ein neues Buch, Notizbuch, so heißt das, einzutragen, wo ich dann meine Zusammenfassungen reinschreiben werde. Ja, und ein Thema, was natürlich auch nicht fehlen darf, meiner Meinung nach, ist der mentale Zustand, in dem man dann in ein neues Semester startet. Denn egal wie das Semester war, davor war, ich sage immer neues Semester, neues Glück, so ist es ja auch ein bisschen. Man hat nicht immer alle Fächer, die einem liegen. Man ist vielleicht auch nicht immer mit der Note zufrieden. Aber wenn man da reingeht mit einem positiven, ja, mit einer positiven Einstellung und mit dem Ziel, sein Bestes zu geben und sich da auch stetig zu verbessern. Das werde ich aber auch nochmal in meinem Recap-Video ansprechen von dem ersten Semester, was ich für mich als Learning rausgenommen habe. Das finde ich wichtig und nicht zu vernachlässigen. Deswegen neues Semester, neues Glück an alle, die jetzt schon gestartet sind. Ich hoffe, dass ihr da mit positiver Energie und positivem Willen hineingeht. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen, was Back to Uni Organisation und Vorbereitung angeht. Und wenn ihr noch Fragen haben solltet, stellt die sehr gerne in die Kommentare. Vergesst nicht, das Video zu abonnieren, den Daumen hoch und die Glocke zu aktivieren. Und dann sehen wir uns ganz bald in dem nächsten Video wieder und bis bald.